Willkommen bei Medizinmensch. Die Krankheit Lepra existiert seit vielen Jahrtausenden und bis heute ranken sich zahlreiche Mythen um diese furchteinflößende Erkrankung. Doch wie entsteht Lepra? In dieser Folge erfährst du die wissenschaftlichen Hintergründe, wie es zu dem charakteristischen Erscheinungsbild von Lepra kommt und wie sich diese Krankheit vermeiden lässt. Wie bewirkt Lepra derartige Veränderungen? Lepra wird ausgelöst durch eine spezielle Gattung von Bakterien, sogenannten Mykobakterien. Diese Art von Bakterien, zu denen auch das Tuberkulose-Bakterium gehört, zeigen eine charakteristische Färbung unter dem Farbstoff Carbolfuxin. Das Bemerkenswerte hier ist, dass sich diese Färbung nicht durch Gabe von Säuren entfernen lässt. Aus dem Grund spricht man auch von sogenannten säurefesten Stäbchen. Dieses Mycobacterium leprae hat also einige bestimmte charakteristische Eigenschaften, die auch das Erscheinungsbild der Krankheit teilweise erklären. Zum einen ist es sehr kälteliebend, wie hier abgebildet ist. Also die ideale Temperatur für dieses Bakterium sind etwa 33 Grad Celsius. Und das ist auch die Art von Temperatur, wie sie an Teilen unserer Körperoberfläche herrscht. Hier abgebildet ist ein Patient mit Erfrierungen. Und wie man an dem Beispiel sehen kann, sind so Bereiche wie die Nase, wie die Fingerspitzen, kühlere Bereiche des Körpers, die natürlich bei Erfrierungen zunächst befallen sind und die aus diesem Grund auch bevorzugt von diesem kälteliebenden Bakterium betroffen sind. Ein zweiter wichtiger Grund ist es, dass dieses Bakterium zu charakteristischen Nervenschädigungen führt. Hier abgebildet ist nochmal Balduin als Kind, wie er mit Gleichaltrigen spielt und dabei verletzt wird. Also spielt mit Kindern und die kratzen ihn und er hat Wunden dadurch. Und nach diesem Ereignis fällt sein Betreuer auf, Wilhelm von Tyros, dass dieser Junge keinen Schmerz empfindet. Und das ist wirklich etwas, was bei Lepra tatsächlich passiert. Der Verlust der Schmerzempfindung durch Schädigung von Nerven, insbesondere von den sogenannten Schwannenzellen. Das ist die Isolation dieser Nerven. Und das bedeutet, dass diese befallenen Bereiche nach und nach an Sensibilität einbüßen. Und der Effekt ist so ähnlich wie hier. Und Frage an euch, ist das ein Leprafuß oder was ist hier abgebildet? Ihr könnt euch mal überlegen, welche Krankheit das möglicherweise ist. Ich verrate es euch, das ist Diabetes. Und bei Diabetes kommt es zu einem nicht so anderen Phänomen. Das heißt, wenn Diabetes nicht kontrolliert wird, kommt es auch zu diesen Nervenschädigungen, zum Verlust der Sensibilität. Und sobald dieses Schmerzempfinden beeinträchtigt ist oder das Empfinden generell, kommt es immer mehr zu chronischen und immer mehr auftretenden Verletzungen in den Bereichen. Es kommt dann zu immer mehr Wunden und schließlich natürlich auch zu Infektionen dieser Wunden. Und sowohl bei Diabetes unkontrolliert wie auch bei Lepra kann es so natürlich dann zum Verlust von Gliedmaßen kommen oder beziehungsweise zunächst Zehen, Fingern und so weiter. Und damit haben wir zwei wichtige Gründe besprochen, warum diese Krankheit so auftritt, wie sie es tut. Zum einen den Befall kälterer Körperregionen sowie den Verlust der Schmerzsensibilität. Es gibt aber noch einen dritten sehr wichtigen Faktor, ob diese Krankheit auftritt, und das sind genetische Ursachen. Und hier geht es auch um die Frage oder vielleicht auch das Mysterium oder den Mythos, ob Lepra so stark ansteckend ist. Und hier lässt sich sagen, zum einen ja, Lepra ist ansteckend, vor allem durch eine Tröpfcheninfektion, also durch Niesen beispielsweise, möglicherweise auch durch direkten Kontakt zu Wunden mit hohem Ausmaß an Erreger. Aber zum anderen entwickeln die meisten Personen, die dem Lepra-Erreger ausgesetzt sind, keine klinische Lepra. Das Phänomen ist etwa so, es ist diese respiratorische Infektion, also ähnlich wie bei der Tuberkulose. Und wenn viele Menschen dem ausgesetzt werden, die meisten entwickeln keine Symptome, beziehungsweise entwickeln spontane Heilung.
Und bei einem Bruchteil der Patienten kommt es aber im Laufe von vielen, vielen Jahren zur Entwicklung von Lepra. Und dass das so lange dauert, hängt auch damit zusammen, dass sich dieser Erreger extrem langsam vermehrt. Es dauert also sehr lange, bis ein Effekt eintritt. Die erste Form ist die sogenannte tuberkuloide Lepra. Bei diesen Patienten kommt es zu einem Versagen, Leprabakterien komplett zu vernichten. Aber auf der anderen Seite ist das Immunsystem in der Lage, mit Hilfe von Entzündungen diese Infektion in Schach zu halten. Also bei der tuberkuloiden Lepra gibt es die Bildung von sogenannten Granulomen. Das sind so Strukturen, innerhalb denen der Erreger sehr gut eingedämmt ist. Ist ein Verteidigungsmechanismus. Und wie der Name sagt, ist das so ähnlich wie auch bei dieser latenten Tuberkulose. Also der Erreger ist da, der Erreger kann nicht komplett vernichtet werden, aber er ist kontrolliert und auf bestimmte Bereiche beschränkt. Also hier sind diese Hautläsionen. Und wenn man sich diese Hautläsionen dann unter dem Mikroskop anschaut, sieht man auch, dass da keine oder sehr, sehr wenige Lepra-Erreger sichtbar sind. Also die Schädigungen hier sind in erster Linie durch die Entzündung des Immunsystems. Der Erreger selbst kann unterdrückt werden. Das heißt, die Schädigungen sind auch sehr lokal in den Nerven und in den Hautregionen, wo wirklich diese Entzündung stattfindet. Und auf der anderen Seite sind diese Personen auch sehr wenig infektiös, da eben sehr wenig Erreger frei ist. Das Immunsystem funktioniert nicht perfekt, aber es funktioniert. Die zweite Form ist die sogenannte lepromatöse Form. Das ist das andere Extrem. Und in diesen Patienten kommt es sozusagen zu einem kompletten Versagen des Immunsystems, auf diesen Erreger anzusprechen. Es ist nicht klar, warum das der Fall ist, aber was hier geschieht, ist, es gibt zwar Immunzellen, aber keine richtigen Entzündungsimmunzellen in diesen Läsionen. Das bedeutet, dass sich diese Leprabakterien quasi überall im gesamten Körper unkontrolliert ausbreiten können. Also hier weite Hautbereiche sind befallen, aber der ganze Körper kann befallen sein, inklusive innere Organe, inklusive der Knochen. Also es kommt wirklich zu einer kompletten Dissemination, zu einer systemischen Infektion. Diese Form der Lepra ist natürlich deutlich ansteckender und verläuft unbehandelt auch tödlich. Diese zwei Beispiele sind eben Extrembeispiele auf diesem Spektrum, wie diese Krankheit auftreten kann. Es gibt auch Patienten zwischen diesen Spektra, die eben irgendwo tuberkuloide, aber auch lepromatöse Symptome haben. Und es ist auch möglich, dass ein Patient vom lepromatösen Stadium quasi plötzlich das gesamte Immunsystem aktiviert und dann in dieses tuberkuloide Stadium wechselt, was dann auch wieder zu großen Problemen führen kann, weil dann natürlich eine sehr massive Entzündung dieser überall vorhandenen Erreger provoziert wird. Doch wie lässt sich erklären, dass manche Personen so anfällig für Lepra sind, wohingegen andere quasi immun zu sein scheinen? Wie gesagt, mit Sicherheit weiß man das nicht. Es gibt jedoch einige Theorien, und von denen ich euch einige vorstellen möchte. Hier nochmal abgebildet die Geschehnisse bei einer Bildung einer Wunde und einer quasi Invasion mit Mykobakterien. Grundsätzlich sind Menschen gegen Mykobakterien sehr gut angepasst. Mykobakterien leben quasi überall und haben auch ganz bestimmte Oberflächenstrukturen, ganz bestimmte Eiweiße bzw. Zucker, die sie an ihrer Oberfläche haben. Und das menschliche Immunsystem oder Immunsysteme insgesamt sind damit recht gut vertraut. Also es gibt verschiedene Immunzellen. Ihr wisst, dendritische Zellen mag ich besonders gerne, aber auch beispielsweise Monozyten, die ich heute vorstellen möchte, die jetzt im Falle einer Invasion mit Mykobakterien aktiv werden können und diese Fragmente von Mykobakterien aufnehmen können, verarbeiten können und dann beispielsweise in den Lymphknoten transportieren können. Und in diesem Lymphknoten dann diese verarbeiteten Fragmente an andere Immunzellen präsentieren, also an T-Zellen. Und dann beispielsweise diese T-Zellen sich sehr stark vermehren können, klonal vermehren, also die sich dann selbst klonen und nicht
eine x-beliebige T-Zelle, sondern eine T-Zelle, die wirklich gegen diese Art von Erreger aktiv ist. Aber wie gesagt, es hat halt die Voraussetzung, dass dieses Fragment erkannt wird, verarbeitet wird und dann an die richtige T-Zelle präsentiert werden kann. Für den Fall, dass euch das Thema interessiert, verlinke ich euch hier mein Video auch zu Lymphknoten, wo ich darauf noch mehr im Detail eingehe. Eine Voraussetzung für diesen Prozess sind sogenannte HLA-Moleküle. Das sind diese Adaptermoleküle, mit deren Hilfe dieses Fragment an der Oberfläche dargestellt werden kann. Und diese Adaptermoleküle sind unheimlich individuell von einem Menschen zum anderen und haben einen großen Einfluss darauf, wie wir auf fremde Eiweiße oder solche Peptide, also kleine Bruchstücke von Eiweißen, reagieren. Und genau hier wurde eine Studie durchgeführt, die ich euch vorstellen möchte. Und zwar gibt es über ganz Europa verteilt viele, sagen wir, Friedhöfe von solchen Lepra-Zentren. Also es gab davon Tausende. Also Lepra war im Mittelalter extrem stark verbreitet in Europa. Und diese Forscher hier haben im Bereich Norddeutschland und Dänemark in 5 dieser Zentren Skelette von Patienten mit Lepra exhumiert. Also die sind sehr alt. Es ist ihnen aber gelungen, charakteristische Merkmale an den Knochen zu sehen, an diesen 5 Städten in Dänemark und Deutschland. Also 69 Skelette wurden exhumiert und die hatten charakteristische Lepra-Läsionen und sie haben dann auch genetische Tests durchgeführt, um zu sichern, dass sie auch wirklich an Lepra erkrankt waren. Und von diesen Skeletten hat man die DNA isoliert. Also das kann man machen, die degeneriert etwas im Laufe der Zeit, aber mit Hilfe technischer Tricks war das möglich. Und sie haben sich halt wirklich genau diese HLA-Moleküle angeschaut und dabei gefunden, dass diese häufigste Variante dieses DR-Moleküls DRB1-1501 ist. Wie gesagt, gibt sehr viele Varianten davon. Und diese Varianten bestimmen eben auch, wie stark eine Bindung an diese Fragmente stattfinden kann. Und ja, relativ interessant, sie haben dann berechnet, mit Hilfe von Computersimulationen, wie viele der Membranproteine von diesen Lepra-Erreger das binden kann. Und naja, man sieht, einige Varianten können sehr viele binden und diese Variante bindet eben relativ wenige. Und ja, wie gesagt, das ist jetzt kein richtiger Beweis. Im Gegenteil, die Variante gibt es immer noch und so weiter. Aber es ist doch ein Hinweis, dass das zum Teil doch möglicherweise eine Rolle spielen könnte, dass die Menschen damals im Mittelalter in Europa sehr anfällig gegen Lepra waren und Lepra nun keine große Rolle mehr spielt. Hat natürlich auch Gründe mit der Hygiene und allgemeinen Ernährung und vielen anderen Faktoren. Aber das ist zumindest ein Mechanismus. Also sie haben dann auch das verglichen mit der Häufigkeit dieser Variante heutzutage und sie haben halt gesehen, dass heutzutage weniger überlebende Menschen diese Variante haben, einfach weil das wahrscheinlich ausselektiert worden ist. Es ist aber keine so ganz alleinige Erklärung natürlich. Es ist nicht nur, dass man jetzt ein bestimmtes HLA-Molekül hat, ob man jetzt Lepra kriegt oder nicht. Also nein, es ist nicht der einzige Grund. Viele andere Faktoren spielen eine Rolle. Da gab es jetzt eine chinesische Studie. Ich will ja jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Aber was sie dort gemacht haben, ist die Gene von Menschen analysiert, die Lepra hatten und von Kontrollpatienten und quasi das gesamte Genom verglichen. Und das ist so eine Art Screening-Test. Und was dabei aufgekommen ist, dass es da auch Unterschiede bei den sogenannten Mustererkennungsrezeptoren gibt. Also Mustererkennungsrezeptoren dienen dazu, fremde Strukturen zu erkennen. Also die erkennen so besonders gute Strukturen, die jetzt fremde Erreger besitzen und die sie auch nicht so schnell verändern können. Bestimmte Zuckerverbindungen, bestimmte Lipidverbindungen. Einer davon sind sogenannte Toll-like-Rezeptoren, die ich schon mal erwähnt hatte. Aber andere davon sind auch sogenannte NOD2-Rezeptoren. Und gerade bei diesem NOD2 wurden da deutliche Unterschiede festgestellt. Was interessant ist, weil dieses NOD2, so ein Mustererkennungsrezeptor, ist, der innerhalb einer Zelle auftritt. Also innerhalb der Zelle und der spielt auch eine große Rolle,
somit der Verteidigung gegen intrazelluläre Erreger. Und dieses Mycobacterium Lepra hat auch die Eigenschaft, dass es in der Lage ist, sich innerhalb dieser Immunzellen auszubreiten oder zumindest dort bestehen zu bleiben. Und es würde Sinn machen, dass dieses NOD2, diese Veränderung in NOD2 eine Rolle spielt, ob man dann eben anfälliger ist. Und auf der anderen Seite könnte dann dieses NOD2 auch diese Zelle warnen. Und natürlich, dass dann auch Zellen wie Monozyten dann in der Lage sind, an Immunzellen wie T-Zellen nicht nur dieses Fragment zu präsentieren, nein, sondern auch weitere Gefahrensignale an diese T-Zelle zu vermitteln. Und wie genau die präsentierende Zelle jetzt mit der T-Zelle diese Gefahr übermittelt, ist eine sehr interessante Frage. Macht die Zelle mithilfe einer großen Anzahl weiterer Moleküle, also natürlich geht es nicht nur um HLA-DR, also es gibt viele andere Oberflächenproteine, und die dann zusammen auch eine Auswirkung haben, in welche Weise die T-Zelle reagiert. Mit anderen Worten, wie aggressiv diese T-Zelle auf dieses Fragment reagiert. Also das wäre auch eine mögliche, sagen wir, ein möglicher Unterschied, dass Personen, die mit Veränderungen von NOD2 da weniger immunkompetent sind gegen diese Art der Bedrohung. Die Kehrseite der Medaille ist dann, dass denn diese Personen, die das sehr gut können, angeblich dann höheres Risiko haben, an bestimmten Autoimmunerkrankungen zu leiden, wie entzündlichen Darmerkrankungen. Das ist aber, wie gesagt, um das wirklich zu bestätigen, müsste man noch viel weiterführendere Experimente durchführen, was ich glaube, einfach noch keiner gemacht hat. Lange Rede, kurzer Sinn. Letztendlich handelt es sich bei Lepra also um eine bakterielle Erkrankung. Das bedeutet, was immer der genaue Mechanismus ist, durch eine Elimination des Bakteriums lassen sich die Komplikationen vermeiden. Dafür ist es natürlich ganz wichtig, dass dieses Stigma dieser Erkrankung reduziert wird, damit Menschen frühzeitig Hilfe suchen und frühzeitig in Behandlung gehen. Also ganz ähnlich wie mit der Eindämmung von HIV, Geschlechtskrankheiten und so weiter. Wenn ein Patient also Hilfe sucht, gibt es eine sehr gute Kombination aus Antibiotika. Es gibt einige Resistenzen, darum verwendet man 3, meist in Kombination, je nach Form der genauen Lepra. Dauert eine ganze Weile, also Patienten müssen das zumindest 6 Monate, teilweise bis 12 Monate nehmen. Es ist natürlich schwierig, besonders wenn eben gerade Stigma herrscht, aber die WHO hat bestimmte Blisterpacks, die dafür konzipiert sind, die kostenfrei abgegeben werden für die Patienten. Glücklicherweise ist also diese Erkrankung sehr gut vermeidbar, eine rechtzeitige Behandlung vorausgesetzt. Somit zeigt sich, dass Mythos und Realität bei Lepra nicht so weit voneinander entfernt sind, doch dass mit Hilfe von Verständnis und Antibiotika glücklicherweise diese Krankheit vermieden werden kann. Für den Fall, dass euch solche Themen mehr interessieren, verlinke ich euch auch mein Video zu Ehrlichiose, einer durch Zecken übertragenen Krankheit, bei der das Immunsystem eine wichtige Rolle spielt. Schaut da mal rein. Und bitte gebt dem Video entweder eine Bewertung, also entweder Daumen nach oben oder Daumen nach unten. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, euer Medizinmensch.